auf der Fahrt mit Junior ins Gabriole nach Wigoltingen, um mal kontrollieren, was dort überhaupt geht. Grosskontrolle heute. Wenn du nichts arbeiten, dann kannst du nichts kaputt machen. Deswegen sitzen wir noch. Ja. Verrückte Sache da. Aber du kannst es bis Mittag zu 9 Uhr machen, dann hockt es gut. He? Morgen, Morgen. Total Überwachung, ist das richtig? Absolut. Von oben und von oben. Warte, da kommt schon, schau. Ich glaube, das geht gar nicht sicher. Also, ich denke, man soll installieren. Ja, ist gut. Also, die Garage hört hier auf. Und da kommt dann der Block A noch dran. Mit dem Zugang direkt zu der Garage. Die Decke. Am Morgen kommt die Oberarmierung rein. Und am Mittwoch werden sie betonieren. Rechte Haufen Eisen da. Das ist jetzt der C. Ist aufgerichtet. Eine Seite. Dachfläche zu. Hinten fehlt noch etwas. Totale Überwachung. Schöne Stützereihe da. Wunderbar. Da ist ja schon der Sanitär dran, das ist ja ganz verrückt. Wunderschönen Beton haben wir da, wunderschön, tipptopp. Das ist Erdgeschoss. Da haben wir Betonelement für die Stege. Annie fliegt immer noch. Ich bin nicht runter da, gell? Wird ein Tag gefilmt. Ja, sieht gut aus, tipptopp. Schöne Beton, schöne gemauerte Flächen. Bestens. Schöne Sicht hier oben runter, Sicht ins Grüne. Und da kommt jetzt der letzte Bau an. Der A. Das ist die Südseite hier. Hier auf der Terrasse hat es drei Schichtplatten als Abdeckung. Weil da muss nicht isoliert werden. Das ist die Fabrikstrasse. Da gibt es dann ein paar Parkplätze da vorne durch. Da ist eine weitere Baustelle von Daniel. Das ist aber mehrjährige. Läuft nicht so, ich glaube, da fehlt das Geld. Ja, nur, dass wir es noch mal
müssen wir gleich zu machen. Ja. Ich kläre da aber noch ein bisschen mit. Das ist super, ja. Tanja kommt jetzt gerade auch wieder helfen. Sie hat schon Material noch geholt. Ja. Und sie ist schon noch auch wieder. Hast du nicht wollen mit dem Dingsgerät? Aber schade, könnt ihr die nicht mehr fertig machen, dort wieder Gerüst bauen. Ja, jetzt, ich weiß, dann muss ich halt malen, oder? Ja, ich habe es Freitag pressiert, dass der Spezial. Ja, genau. Ja. Aber nein, aber gut genommen mache ich immer. Aber gut, ich mein Bestes, weißt du, als Rusch. Auf der Fahrt mit Junior ins Gabriole nach Wigoldingen, sollen wir mal kontrollieren, was dort überhaupt geht. Grosskontrolle heute. Bist du nicht arbeiten, dann kannst du nichts kaputt machen. Deswegen sitzen wir noch. Ja. Verrückte Sache da. Aber kannst du es bis Mittag zu 9 Uhr machen, dann hockt es gut. He? Morgen, wie lang? Morgen. Total Überwachung, ist das richtig? Absolut. Von oben und von oben. Warte, da kommt schon, schau. Ich glaube, das geht jetzt auch nicht sicher. Also, ich gehe mal installieren. Ja, ist gut. Also, Garage hört hier auf. Und da kommt dann der Block auch noch dran. Mit dem Zugang direkt zu der Garage. Die Decke. Am Morgen kommt die Oberarmierung rein. Und am Mittwoch, wenn sie betonieren. Recht ein Haufen Eisen da. Das ist jetzt der See. Ist aufgerichtet. Eine Seite. Dachfläche zu. Hinten fehlt noch etwas. Totale Überwachung. Schöne Stützereihe da. Wunderbar. Da ist ja schon der Sanitär dran, das ist ja ganz verrückt. Wunderschöne Beton haben wir da, wunderschön, tipptopp. Das ist Erdgeschoss. Da haben wir Betonelement für die Stege. Alle fliegt immer noch. Ich bin nicht runter da, gell? Wird ein Tag gefilmt. Ja, sieht gut aus, tipptopp. Schöne Beton, schöne gemauerte Flächen. Bestens. Schöne Sicht dort oben runter, Sicht ins Grüne. Und da kommt jetzt der letzte Bau an. Der A. Das ist die Südseite hier.
da auf, dem, auf der Terrasse hat es drei Schichtplatten als Abdeckung, weil da muss nicht isoliert werden. Das ist die Fabrikstrasse. Da gibt es dann ein paar Parkplätze da vorne durch. Da ist eine weitere Baustelle von Daniel. Das ist aber mehrjährige. Läuft nicht so, ich glaube, da fehlt das Geld. Ja, nur da, wo es Loch muss, muss man das zu machen. Ja. Das fährt aber noch bis zum Mitte. Das ist super, ja. Daniel, wo jetzt gerade auch wieder helfen. Ja. Sie hat schon Material noch geholt. Ja. Und sie ist dann auch wieder. Hast du nicht wollen mit dem Dingsgerät? Ohne schon eine Probe brennt das Dach sozusagen. Aber schade, könnt ihr die Mühe fertig machen, dort wieder Gerüst bauen. Ja, jetzt, ah, ich weiß, dann muss halt malen, oder? Eben, ich habe es Freitag pressiert, dass der von der Zone. Das ist speziell. Ja, genau. Ja. Ja. Nein, aber gut genommen mache ich immer. Ich mache mein Bestes, weißt du, alles rauschen.